Zimmer, nächster Versuch. Trainer SC Everswinkel gegen den SC Münster 08 hat es heute nicht geklappt. Der Anfang sah gar nicht mal schlecht aus am Anfang des Spiels. Warum seid ihr so nicht in Tritt gekommen? Ja, wir werden manchmal im Angriff zu hektisch, schließen also nicht clever genug ab, so dass wir den Torhüter eigentlich mal ein bisschen stark machen. So kommt auch der Gegner zu schnellen, einfachen Toren. Ihr habt früh die Bälle erobert, gerade am Anfang. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Die 3-3-Deckung, ja. Nur dann erste Welle, zweite Welle, kam gar nichts hinterher, oder? Ja, genau. Das ist genau der Grund. Das haben wir auch angesprochen in der Halbzeitpause, dass wir viel, viel schneller hinten raus können. Das haben wir zu Beginn der Saison, die ersten 4-5 Spiele, super toll gemacht. Und so. Jetzt in letzter Zeit plätschert das ein bisschen mehr dahin. Mhm. Wir kommen auch nicht so richtig beim Training dazu, weil wir keine große Trainingsbeteiligung haben, aus verschiedenen Gründen. Ja, das fehlt uns einfach letztendlich. Das ist richtig. Ja. Zweite Halbzeit habt ihr sogar gewonnen, muss man sagen. Da habt ihr wieder ein bisschen auf eine konservativere Deckung zurückgestellt. Aber auch genau das Gleiche. Wir hatten dann noch wir sind ja bis auf 3 mal rangekommen, hatten sogar noch einen Angriff dazu, hatten eine Riesenchance auf den Außen. Ja, also ich finde, das Ergebnis ist so hoch, aber verdient trotzdem für Münster 08. Ja, es gab eine kurze Situation, erste Zeitstrafe gegen euch. Plötzlich war irgendwie Leben bei euch in der Bude. Ihr habt dann auch angefangen, den Spielstand aufzuholen, wenn ich das richtig mitgeschrieben habe. Okay. Ein wenig Emotion, ein wenig Leidenschaft, kann das der Truppe gut tun? Immer. Also ich denke, das ist genau wie bei der Handballnationalmannschaft. Ne? Die leben auch von ihren Emotionen im Moment mehr davon als von ihrem spielerischen Potenzial. Das ist genau das Gleiche. Wir sind eine ganz emotionale Truppe. Ja? Wir sind jetzt nicht spielerisch die Stärkste in dieser Liga. Also müssen wir über Emotionen kommen und ich glaube schon, dass wir es wieder hinkriegen. Wir haben jetzt eine Rückrunde, jetzt kommt Lattbergen und das zeigen wir schon, was wir können. Reinhard, vielen Dank und alles Gute. Ja.